Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Hans Martin und das ist meine Frau Elke. Und wir beide betreiben zusammen Inka World. Elke, wenn Leute uns fragen, was macht ihr denn? Was erzählen wir ihnen denn sonst immer? Was erzählen wir immer? Also wir sagen ihnen, dass wir die Inka-Tradition sehr gut kennen. Die Inka-Tradition ist eine spirituelle Tradition aus den Hochanden von Peru. Und dort gibt es sehr schöne und einfache Energietechniken, die sich jeder Mensch, egal wo in der Welt, zunutze machen kann, um sein Leben besser zu machen, leichter zu machen vor allem. Was nämlich ganz spannend ist, die Inkas haben ja vor 500 Jahren eine Zivilisation aufgebaut, in der es weder Hunger noch Armut gab. Und das ist ja eine Leistung, die wir bis heute in unserer modernen Gesellschaft nie wieder erreicht haben. Und die Frage ist ja, wie haben sie das denn erreicht? Indem sie eine Spiritualität und indem sie Energiearbeit geschöpft oder erschaffen haben, die darauf ausgelegt war, dass die Menschen teilen, dass sie Energie teilen, dass sie Lebensmittel teilen, dass sie Technologie teilen, dass sie alles miteinander teilen. Genau, und auf dieser Homepage zum Beispiel findest du Informationen über Kurse, Seminare, die es gibt rund um die Spiritualität der Inkas. Es gibt aber auch ergänzendes Videomaterial, Literaturhinweise. Wir bieten außerdem spirituelle Reisen an, hier in Europa, aber auch in Peru. Und wir haben jetzt auch Online-Kurse im Programm, wenn man also diese Tradition mal kennenlernen will. Und es lohnt sich, denn diese Techniken, die sind wirklich sehr, sehr einfach zu erlernen, einfach auszuüben und sehr effektiv. Denn man kann durch ganz wenig ganz viel erreichen in seinem Leben. Was mir immer Spaß macht, wenn wir sehen, was in unseren Kursen für unterschiedliche Menschen sind, die uns sagen, ich kann keine Spiritualität in meiner Firma leben, weil ich dann immer in so eine bestimmte Ecke gestellt werde. Aber das, was ich hier bei euch gelernt habe, ist so diskret, ist so unsichtbar, dass ich heute in Meetings, bei OPs, bei Patienten, bei meiner ganzen Arbeit diese Techniken rund um die Uhr und immer einsetze und damit mein Leben leichter mache. Und niemand kann sehen, was ich da eigentlich tue. Und ich glaube, und wir glauben, darin liegt so eine der Schönheiten dieser Tradition. Was man eigentlich tut, ist, man bindet sich an die Energie des Universums. Ja? Man kommt in den Fluss des Lebens. Und das ist ganz schön. Denn jeder Mensch von uns trägt so ein riesengroßes Potenzial in sich, das nur nach außen gebracht werden will. Und dadurch, dass wir die Energie zu Hilfe nutzen, entledigen wir uns der schweren Energie, die uns davon abhält. Und wir werden leichter, kommen in den Fluss und können das leben, was in uns steckt. Und so begehen wir einen Wachstumsprozess, ohne dass man es eigentlich merkt. Man merkt nur, es ist eigentlich schön. Das Leben ist schön. Richtig. Also, was du bei Inka World finden wirst, sind zum einen Online-Kurse, sind Präsenzkurse, sind Reisen und sind ganz, ganz viele Informationen rund um das Weltbild der Inkas. Es lohnt sich, denn es ist was ganz, ganz Neues versprochen. Macht's gut! Eine schöne Zeit und vielleicht bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.